Hi zusammen, willkommen zur Sweet Lost Challenge. Nee, zur Sweet Legacy Challenge. Und das hier, ja, ist eine weitere Folge. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser wie letzte Mal. Schaut mal, das süße Kleidchen von der Kleinen. Voll süß. Ja, oh, es war so ein bisschen zuckelig. Okay. Genau, was müsstest du noch machen? Nee, spielen eigentlich nicht. Wir holen noch gleich mal eine Badewanne, darf ich nicht vergessen. Du musst noch arbeiten. Oh je. Machen wir mal nochmal hier für Follower blocken. Vernetzen musst du dich jetzt nicht unbedingt. Können nochmal aktualisieren. Was war eigentlich mit dem Bild? Was kam denn da raus? Was für ein süßes Bild. Alle lieben es. Okay, 20 Follower, das ist aber nicht viel. Aber wie sollt ihr auch in einem Tag so viele zukriegen? Das ist schon ein bisschen hart, oder? Na gut, dann musst du dich jetzt mal echt krass anstrengen, meine Liebe. Nochmal 20 dazu. Oha. Oha. Ja, das ist... ich habe mich halt verdrückt beim letzten Mal. Ja, ich wollte eigentlich, dass sie arbeiten geht, aber gut. So, Badewanne. Wie machen wir denn das jetzt? Wir könnten hier alles nach vorne machen, also quasi so machen. Dann würde hier eine Badewanne hinpassen. Wir könnten aber auch die Toilette dorthin machen. Wir probieren es mal. Vielleicht muss ich auch keinen Cheat eingeben. Ja gut, das... Der Pümpel. Ne? Der Pümpel einfach. Bei dem modernen Klo. Ich weiß ja nicht, ob man da noch einen braucht. Vielleicht braucht man nicht mal Klopapier. Ja, ich glaube, so geht's, ne? Aber für die Lampe, die kleine, brauche ich auf jeden Fall den Cheat. Objekt. Jawohl. So. So. Gut. Und jetzt hier eine Badewanne hin. Ja gut, ob man da noch durchkommt. Es ist ein bisschen eng, ne? Aber ich will die Dusche halt echt unbedingt behalten noch. Wir probieren es einfach mal. Ich wollte jetzt nicht, dass die Tür aufgeht und dann direkt aufs Klo schlägt. Das ist auch ein bisschen doof. So, Badewanne. Wir haben 3700. Die Rechnung ist bezahlt. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Ah. Sparwanne, was? Nichts entlockt dir so sehr ein A wie diese Sparwanne. Ah, jetzt verstehe ich. Cool. Gut, ich hoffe, man kann die benutzen. Ich hoffe, es ist nichts im Weg. Wir können... Na gut, dann ist aber nicht mehr symmetrisch, ne? Okay, falls das hier zu eng ist, machen wir das Waschbecken an diese Seite. Und dann haben wir Ruhe. Ah, aber Moment mal. Ich hätte auch gerne noch einen kleinen Teppich da vorne. Das ist doch viel bequemer, wenn sie die Babys waschen und dann nicht gerade auf den kalten Fliesen hocken müssen. Oh, extra Flausch. Extra Flausch. Ja. Unscheinbar. Mal gucken, wie es im Hellen aussieht, wenn Licht an ist. Ach so, wir haben ja hier das Klo schwarz gemacht, ne? Ja, was mir zu schwarz. Ah ja, das sieht doch cool aus. Mensch, aber das müsste jetzt in dem Hellbraun sein, ne? Man kann ja nicht mehr umfärben. Das stört ja nicht die Bohne, ne? Also stört ja nur. Ja. Es stört einfach nur. Aber das Blau passt zum Dings. Naja, vielleicht wird das Klo ja irgendwann ersetzt. Oder umgefärbt. Werden wir mal sehen. Sagen wir mal weg. Und los geht's. Gut. Wie sieht's denn aus? Du hast Hunger. Okay, verstehe. Du kannst noch ein bisschen schlafen. Gucke an, was hier alles ist. 6 übrig. Ist das eine einzelne? Nee. Guck mal. Kleine, kannst du dir was nehmen? Du, ich will gern was essen und ich... Ja, yeah. Jetzt fällt mir nichts ein.
Das kannst du sogar von Süßen ausnehmen. Ach, cool. Moment mal, hast du den Fotoapparat? Nee, ne? Ah, es gibt so schöne Geschichte erzählt. Nein, das machst du nicht. Ernsthaft, ey. Du musst ganz viel arbeiten. Das ist Qualität normal und das ist nicht fertig. Okay, dann setz mal fort, bitte. Maximierte Fähigkeit. Level 5. Sophie beherrscht die Stichkunst jetzt meisterhaft. Sie muss sich nicht mehr an ein begrenztes Muster halten, sondern kann nach einem Referenzbild sticken. Oh, sieh zu, wie Sophie Morelli ein Foto macht und es dann meisterhaft nachzusticken. Wie süß ist das denn? Jetzt mach mal schnell ein Foto von deiner kleinen Maus, solange sie noch da sitzt. Schnell, beeil dich. Na? Das funktioniert. Ach, guck mal, wie süß sie guckt. Oh, wie süß. Also, wenn wir das nicht nachsticken, Leute, ne, dann ziehen wir auch an die Wand. Wir haben leider nur kleine Fotos. Aber das wird doch, das ist doch mega süß. Wie süß ist sie, grinst einfach. Sie grinst einfach so knuffig. Ja, voll süß. Okay. Nach Vorlage sticken. Ach, wie schön. Großer Ring natürlich. So, was kommt jetzt? Nein! Ich dachte, ich kann... Och, nein! Das ist jetzt doof. Oh, Leute, das... Nee, das ist echt schade. Das ist jetzt echt schade. Nee, das große Nichts brauchst du auch nicht sticken. Aber sie hat jetzt eine Leere in der Tasche, oder? Nee, hat sie nicht. Ja, jetzt kann sie es nicht benutzen. Ist immer dasselbe. Die machen mal die Kapsel auf. Was haben wir drin? Sensenmann des Mittelalters. Dann sticke nach Muster. Natur, großer Ring. Kürbis. Blaubeeren und Himbeeren. Oh, das wäre jetzt so cool gewesen. Ich habe mich gerade echt... Ja, ihr habt es ja gehört. Ich habe mich echt gefreut. Das ist ja noch besser wie Käse. Wir hätten jetzt die Kleine da sticken können. Naja. Da ist ein Finger drauf. So, was haben wir denn hier? 6, 5. Okay, nehmen wir die 7. Ja, guck mal, wie süß. Was haben wir denn immer? Grau, ne? Oder Silber haben wir. Filter und wieder ein bisschen heller. Toll. Toll, toll, toll. So, du kannst mal die Träubchen kriegen, Kleine. Oh, was ist los? Laute Nachbarn. Okay, das nervt sogar die kleine Maus. Wieso nervt dich das denn? Ich weiß, wen es noch mehr nervt. Ja, Jackie hat echt keinen Bock. Mal, kannst du das weglegen, bitte? Ja, entspann dich mal. Und dann ist Cindy beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ein bisschen kann man es ja probieren. Ach Mensch. Ihr habt bestimmt gewusst und habt gedacht, oh, jetzt freut sie sich und dann geht's schief. Hm. Gut, abgehakt. Du kannst jetzt futtern. Bist du fertig? Sehr gut. Du kannst noch mal ein bisschen Kaffee kochen. Und ja, ich würde sagen, wir machen eine kleine Mini-Party. Vielleicht klappen die besser. Ja. Aber ich glaube, du gehst erstmal duschen, ne? Ja. Vielleicht erst die Kleine baden? Nee, geh zuerst selber duschen. Kalt duschen. Na, klappt das? Weil gehst du auf das große Klo? Ja, Papa, ich war schon mit Fingern drin. Ich weiß, was du meinst. Hm. Ja.
Geh in die Türtrommel. Mal gucken, was der Tommy dann macht. Selbstsicher werden, schreiben üben, hätte er gern. 965. Naja, das ist ja auch bald soweit. Aha, so sieht der im Hellen aus. Ja, kann man doch machen. Wir können auch so eine Cremefarbe nehmen. Moment mal, bevor hier das Licht wieder ausgeht. Weil das passt vielleicht. Ja, das passt auch gut. Ja, wir nehmen die. Ja, das Klo. Gut, das ist jetzt halt schwarz. Das wird noch umgetauscht, ausgetauscht, wie auch immer. Irgendwann. Okay, dann sticken. Sims und Tiere, großer Ring. Huhn. Ich weiß gar nicht, hat sie das jetzt fertig? Oh, schön. So, ich wollte auch einen Fuchs für die Wand nehmen. Das hier ist der... Was für ein... Ah, das ist großer Ring. Und der ist noch nicht fertig. Ich weiß nicht, warum du den nicht fertig machst, Mädchen. Eier und Milch. Ach so, kann man jetzt nicht sehen. Hm? Sophie scheint jeden einzelnen Stich zu genießen. Soll sie die Präferenz Mackkreuzstich erhalten? Ja, natürlich. Ich habe gedacht, das hätte ich schon längst. Okay. Hä? Ja, du bist ja noch dran. Hier mit Huhn. Fortsetzen. Das ist doch der, oder nicht? Egal. Kopie für die Wand. Okay. Oh, wie schön. Das ist echt süß. Wenn die Sophie dann Oma ist, dann hat die auch ihre schönen Stickereien an der Wand hängen. Ich glaube zwar nicht, dass sie dann noch hier in dem Apartment wohnen. Nö, das ist nicht deine Aufgabe. Das brauchst du jetzt auch nicht machen. Ist da hier irgendwas kaputt oder wie? Ich habe doch irgendwas gehört. Guck mal, du kannst aber den Saft nehmen. Meisterwerk, verdächtiger Sprudel. Kann man den nicht wegschicken? Ja, wir verschicken verdächtiger Sprudel. Wohin willst du? Willst du nicht die kleine baden? Sind die baden? Nee, nee, im Schaumbad natürlich. Moment, im Schaumbad baden. Viel schöner. Viel, viel schöner. Papi, was machst du hier mit ohne Schuhe? Mit ohne, ja. Im Flur. Ich muss immer Schuhe anziehen, wenn ich rausgehe. Ja, du bist ja auch was ganz anderes. Was ganz Besonderes. Für dich gilt das dann nicht. So, Julina. Hey, Jackie. Hier ist Julina. Hast du heute Lust, uns mit mir abzuhängen? Was? Heim des Narwals? Nee, wir machen gleich eine Mini-Party. Verkaufen? Was ist los? Wo ist die Kleine? Bist du schon fertig gebadet? Sieht nicht so aus. Mm-mm. Nee. Schaumbad baden. Aber voll die... Oh, ich verstehe schon. Du hast so viel geplant, dass dein Papa das abgebrochen hat, gell? Hm. Guck mal, du kannst hier mal ein bisschen malen. Ein Freund malen. Das konnte ich jetzt lesen. Ja. Hm? Und bitte, ja, wie verrückt aufwischen. Kleine Party, Moment. Das machen wir jetzt noch schnell. Na gut, kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr alles unter in der Folge, aber macht nichts. Hier, gesellschaftliches Ereignisplan. Saft on the rocks, Mädchen. Das ist doch nichts hier. Aktualisier mal. Du brauchst noch ein paar Follower, Mädchen. Das heute, noch an dem heutigen Abend. Was machen wir denn für eine Party eigentlich? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube, sie ist unten, ha? Huh? Sie sitzt da und malt einfach. Ich sehe das jetzt erst. Oh, wie knuffig, wie knuffig, wie knuffig. Oh. Cindy ist echt die süßeste Nudel. Im Block. Oh, wie schön.
Ja, das Set habe ich in der Videobeschreibung verlinkt, hoffe ich, denke ich. Oh, jetzt macht sie nicht weiter, weil die Party will jetzt ausgerichtet werden. Wir machen... Was machen wir? Ein kleines Gala-Abendessen. Da hatten wir schon mal Silber abgeräumt. Coverparty, da fehlt uns die Schüssel. Wir machen einfach nochmal ein Abendessen. Und Gastgeber bist du. Und Gäste seid ihr. Der Fabiano kann ruhig kommen. Wir laden auch die Charlie ein. Das ist unsere Nachbarin. Ich glaube, das war es jetzt wirklich. Ich habe nur 5 Leute eingeladen. Das ist gut. Das könnten wir hinkriegen. Ja, in der Morelli-Residenz. So. Dann zieht euch mal schön um. Und du kannst mal schnell was zu essen kochen. Was steht da? Hauptziel zum Essen rufen. Willkommen danken. Okay. Ich habe jetzt gedacht, da steht vielleicht irgendwas von Schmackofatz-Menü hier. Sonst hätte ich jetzt was anderes gekocht. Wie Feinschmecker. Eierrahmen. Mach das mal. Biet den Gästen mal was ganz Tolles an. Und mich immer noch einmal. Wie schön. Das ist so süß, das Zeug. Echt jetzt. Wie siehst denn du aus? Was hast du an? Ah, okay. Das sind deine Tattoos. Die haben dich gerade so wild erscheinen lassen. Alles klar. So, kannst du dich... Warte mal. Kannst du dich hier am Hotspot anmelden? Auf E-Mail antworten. Zu Simstagram hinzufügen. Ah, Telefonstreich. Nein. Status aktualisieren. Ach ja, was sie alles tun muss hier, ne? Guck mal, ich bin in Partyschale geschmissen worden, weil, ja, es gibt schon wieder Party hier. Partyschale. Oha, dreckig. Das beste Bild aller Zeiten. Alle sind schon ganz gespannt auf dein nächstes Bild. 12 Follower. Aber wir haben über 1000 schon. So, hast du fertig gekocht? Oh, die verstehen sich ja prächtig. Willkommen danken. Willkommen danken. Getränk zubereiten. Hast du jetzt Essen gemacht? Du hast nur für eine Person gekocht. Oh je. Moment, das machen wir anders. Bevor es hier weitergeht. Einmachen, nein, kochen. Du machst jetzt mal bitte... Ja, damit haben wir doch schon Erfolg gehabt. Onigiri, du brauchst dich gar nicht hinsetzen. Weil du musst hier weitermachen. Getränk zubereiten für... Die haben wir doch gar nicht eingeladen, oder? Auf jeden Fall, Diego kriegt jetzt mal ein lecker, schmecker Getränk. Guter Ruf, okay. Dann kannst du ihn gleich begrüßen. Ja, ja, komm. Komm jetzt hier, mach. Ich glaube, sie steht gleich auf, oder? Er will nichts trinken? Ach komm, Diego. Das kannst du doch nicht machen. Dann machen wir einen Zack und weg. Und was noch? Ein Granite Falls Blitzo Blanco. Oh, jetzt muss ich auch noch Pipi gleich. Verwenden. Moment. Wir haben ja super Klo. Verwenden, benutzen und reinigen. Level 3 der Kommunikation. Cool. Mutti, was machst du hier so alleine? Chillen. Nee, Moment mal. Oh, du musst auch Pipi. Shitty. Ja, dann schnell. Dann. Ja, nee, da muss sie kurz. Sophie muss dringender. Komm. Lieblicher Avon. Nee, no. Gleichzeitig trinken lassen. Gut, das machen wir wieder mit dieser Runde bilden. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Diego, dich habe ich nicht eingeladen. Und ihn und sie. Ihn habe ich auch nicht eingeladen. Oh,
Das Klo sieht aus. Aber er holt sich schon, ne? Natürlich. Abstimmung beendet. Autarkie, es wurde ja doch irgendwas einfach gemacht. Okay. Benutzen und reinigen. Und danach kannst du hier mal anstoßen. Obwohl, du bist ja auch in der Runde. Da kann man nicht gemeinsam trinken. Hey, wieso geht das nicht? Zuschauen. Ja, mach das mal sauber, wenn du gerade nichts anderes machen kannst hier. Weiß nicht, warum das nicht geht. Okay, da muss man vielleicht für die Runde irgendwie... Hier, Getränke für alle. Ja, okay. Machen wir wieder so. Gehen wir wieder einen Haufen Geld aus hier. Spukender Landsitz, Melore. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann es nicht aussprechen. Na? Wir haben noch kein Essen gemacht. Hauptziel zum Essen rufen. Nein, brauchst du nicht machen. So, jemand muss Essen machen. Ich weiß nicht, wo das Essen hin ist. Wo ist denn das Onigiri? Er hat nicht weitergemacht. Fortsetzen, bitte. Hör auf zu schnabbeln! Wir haben Musik, bräuchten wir. Okay, die haben wir ja im Inventar. Na, ist schon auf niedrig. Okay. So. Zuhören lassen. Okay, dann können wir eigentlich den Sender wechseln. Stadtgespräch. Zusammen Stadtgespräch zuhören. Gleichzeitig trinken lassen. Komm, stürz mal den Kaffee noch rein. So viel Zeit hast du noch. Gleichzeitig verspielt sein lassen. Ja, toll. Wie war das nochmal? Geht jetzt schlecht, ne? Für alle zubereiten. Creme Cola. Gut, dann mach das mal. Dann muss sie dann noch zum Essen rufen. Wenn du mal irgendwann fertig bist, Junge. Jo, Eile mit Eile. Warte mal, das kann sie eigentlich machen. Ein bisschen kühler, es ist nämlich warm. Ach ja, du hast sie noch gar nicht begrüßt. Müssen wir gleich mal machen. Alle zum Creme Cola kommen hier, voll lecker. Ja. Das Kind spielt schön mit sich alleine, das ist gut. Mal ein schönes Bild von euch. Ah. Ob die zwei sich mögen, ich weiß ja nicht. Ja, so funktioniert das. Genau. Prost, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Du nicht, Junge. Museum. Was? Was für ein Museum? Genau, räum's weg. Kaffee ist schon leer sogar. Willst du bitte aufräumen? Solange noch kein Gast dorthin gegangen, etwas Kaffee oder Tee zubereiten. Wieso bist denn du jetzt dort? Das ist doch nix. Ja. Okay, du bist fast fertig. Dann komm mal hier hin. Beschämt. Peinliche Party, weil gegenüber jemandem in der Nähe Schuldgefühle hat. Oh. Stopp, stopp, stopp.
zum Essen rufen. Vielleicht kriegen wir diesmal mal Gold. Das wäre ja was. Kommt alle essen. Es ist angerichtet. Oh, cool. Wo ist denn das jetzt hingeflogen? Egal. Ey, wir haben wirklich Gold. Guck mal an, wie cool. Wir müssen noch ein bisschen Kaffee machen. Oh, aber guck doch nicht so. Ah, ich habe das Gefühl, die sind so nervig. Ja, die brauchst du doch gar nicht haben, Maus. Ja, du bist jetzt eine große Maus, ne? Aber, oh, wie du guckst. Da kann man ja gar nicht hinsehen. Ja. Wir müssen uns reinigen. Geht schneller wie die Dusche. Und sie ist allein ins Bett. Aber Kleine, du kannst auch was essen. Guck mal, ein bisschen Onigiri. Das ist lecker, das ist Reis und Mete. Etwas Neues gelernt, weil neugierig ist. Ach schön, ja. Sehr schön. So Leute, jetzt haben wir das doch noch in die Folge gequetscht. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Das ist auch gleich vorbei. Wir nehmen das Stück hier noch mit. Und ja, cool. Spielen lassen, ja, verspielt sein lassen. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich bin froh, dass wir trotzdem Gold gekriegt haben. Und jetzt kann auch Machiki ganz gebührlich ihren Fabiano begrüßen. Jetzt, wo der Stress vorbei ist, ein bisschen schmeicheln. Fesselnde Geschichte. Romantik. Einen Kuss hauchen. Gut, er geht auf Toilette. Ich wollte jetzt eigentlich, dass er auch noch ein bisschen geschmust wird, aber gut. Das machen wir vielleicht dann später. Nochmal Romantik. Anmachspruch. Bleibst du noch? Levelaufstieg. Jackie hat Level 6 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Und Gala-Abendessen abgeschlossen. Oh, die Gäste deines Sims haben eine schicke Kaffeemaschine und ein Küchenregal im Haushaltsinventar hinterlassen. Okay, jetzt gehen sie doch. Aber gut, das hat doch gut geklappt. Bist du jetzt satt, kleine Maus? Schön. Komm, dann wird jetzt mal die Mutti dich ins Bett bringen. Oh, schön, schön. Und Cindy ins Bett bringen. Schlaflesen nicht? Nein! Willst du das jetzt wieder machen? Meisterwerk des Gastgebers, weil er eine Party veranstaltet hat. Ach, cool. Ja. Was ist denn jetzt? Lässt du die jetzt mal runter, oder was? Ach, ich freue mich, das hat geklappt. Habe ich es falsch gemacht? Ich muss nachher mal gucken, ob da vorher schon eine 1 war oder ob wir jetzt eine 1 gekriegt haben. Ach ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da vorher eine 1 war. Vielleicht hätten wir gar kein Gold machen dürfen. Ach Leute. Kann doch nicht wahr sein. Gut, auf jeden Fall wünsche ich euch mal noch viel Spaß mit einem anderen Video und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Ciao!